heute Abend Livestream. Kommt unbedingt vorbei. Wir gehen in die schwere Eishöhle wieder, ja. Heute ziehen wir das durch, Jungs. Das Romat aus Mutter und rechts der Vater. Hilfe, Hilfe, was ist das denn? Ah, ja. Hilfe! Ich quitte Ark jetzt und hier. Machen unsere ganze Base kaputt. Achtung, 3, 2, 1! Revi craftet gerade 5000 Eisen wieder weg. War eine Lüge. Ich hab doch gerade nur hier meine Sachen gemacht, Mann. Ich hab abgebrochen. Ich hab aus Versehen. Ja, moin. 2000 Eisen hat er weggecraftet. Ich brauch doch eine Rüstung, Alter. Ja, Revi, 4000 neue Eisenerze kannst du ranholen gehen, ne? Hör auf, jetzt brauch eine Rüstung. Ja, ist egal. Farm die 4000 Eisenerze wieder, Junge. Ja, das ist Sinn, wie ich die wieder farmen gehe. Und dann, Alter, danke für die 10 gifted Subs, einem Alex Legend. Dankeschön. Hatte ich... einem Alex Legend. Danke für die 10 gifted Subs, einem Alex Legend. Halt's mal! Danke für Entschuldigung. Kevin, ich geh jetzt Eisen farmen, wie du gesagt hast, ja? Komm. Alter, danke einem Alex Legends für 10 Gifted Subs. Omatra, halt die Fresse. Ja, Omega-Lul, Alter, er hat einfach 2 Helme gecraftet, was? Ich hab mich vertan, ich hab einen Fehler gemacht. Ich kann ja auch einen der Helme benutzen, oder? Es ist ja nicht so, also die haben ja nicht alle so einen nein, Helm. Nein, du darfst, nein, stopp, Omatra, du darfst den nicht benutzen. Ich habe dich gerade du probiert, darfst Schutz den zu nehmen, benutzen. Dass der Fehler nicht war, weil wir ihn benutzen. Du darfst es nicht benutzen, ja. Romatra! Was sagen eigentlich die Menschen, Revi, die mit dir in deinem Büro da zusammenarbeiten? Die Alter, also, reinzappen. Ausrufezeichen bleiben. Ich gehe Eisenfahren. Ruhe! Und zweitens, lass mich jetzt ausreden! Nein, ich rede jetzt! Ist er 20 Meter unter der Erde, Alter. Der hat schon, gemerkt, der Revi so. Ich weiß, dass er da schon in so einem Atombunker sitzt, weil den könnt ihr mir, könnt ihr mir einen Streamingraum bauen? Ich bin normalerweise zwischen 120 und 140 Dezibel laut. Und dann haben die erstmal einen fucking Gewölbe. Gewölbe ausgehoben! Gerüchte besagen auch, dass wegen Revi das UFO kaputt gegangen ist. Das war Dena, der hat über seinen Müll weggelassen und hat uns einfach im Stich gelassen. So. Revi, bitte, sei bitte ein bisschen leise. Jetzt. Romatra, deine Eltern haben dich verstoßen, du weißt es noch nicht. 50 Bei Eisen, 70 Eisen. Bam, Junge, guck mal, wie ich das jetzt zusammenquaffte, Alter. Eisenjause! Eisenjause! Eisenjause. Ich mache hier gerade die größte Eisenjause, die Spark-Arc. Jemals gesehen hat. Mein Vogel ist verbackt, ich kann gerade nichts machen. Romatra? Der hat keinen Ausdauer mehr. Romatra? Kevin, bitte hilf mir. Können wir kurz Revi wegmoven, damit ich mit Kevin reden kann? Ja, ich bin, aber der steht wirklich, der landet nicht langsam, der bewegt sich gerade gar nicht. Fun Fact, wenn Romatra von seinem Vogel spricht, ist es ein Schniepi. Hahaha, und der ist kaputt. Aber wovon? Sicherlich von Abnutzung. Oder der bewegt sich gar nicht mehr, keine Ausdauer mehr. Romatra! In welche Höhlen gehen wir heute, damit ich weiß, was ins Intro rein kann? Gift und Eishöhle, ne? Gift und Eis. Was ist die Schafe, die schwerste? Eis. Hier Eis. Ist das die gleiche Eishöhle, wo wir gestern waren? Wir gehen in die schwere Eishöhle wieder, ja. Heute ziehen wir das durch, Jungs. So, Kevin, ich komme jetzt mit dem Eis in die Base. Und dann habe ich das geklärt, okay? Jetzt sind wir wieder quitt, Kevin. Ja, ja. Du hast deinen Kompositboden gefunden, hast du mir gesendet. Ja. Kann ich den benutzen oder willst du den benutzen? Ich benutze den zurzeit selber. Was ist denn der Kompositbogen? Das ist was ganz Geiles. Kann ich haben? Ja, was? Wie gierig, Alter. Wie einfach nur gierig. Kevin, craftest du mir auch einen Kompositbogen? Dann sind wir ja quitt. Ich hab keinen gecraftet. Er hat ihn gefunden. Mach ich ein Angebot. Ich gebe auch meinen Feuerstein, was ich hab. Wollt ihr die haben? Tu ich hier in die Kiste. Ich hab noch 7000 Feuersteine bei mir. Das ist ein Abfallprodukt. Wollte ich schon wegschmeißen. Ist falsch. Braucht man für Pfeile. Kevin. Hier, Revi, dann nimm du meinen Kompositboden. Dann kannst du dich wenigstens nicht mehr aufregen wegen Content und so. Jetzt hast du was von mir schönes Geschenk bekommen. Alter, geiler Content. Geiler Boden. Also der ist wirklich geil. Geil. Auf der Stelle gehe ich draußen einen Dino erschießen. Wie lange hat sich jetzt das neue DLC nach hinten verschoben? Einen Monat. Na, dann kann ich ja entspannt nach Madeira ziehen. Max, kommst ja, du mit? Ja, doch, stimmt. Ich komme auf gar keinen Fall mit, nein. Deine Freundin hat mir gestern gesagt, sie kommt mit. Nee. Ich habe mit der privat geschrieben. Ja, macht der Schule auch mal. So. Wann machen wir denn so einen Boss jetzt? Wenn Romatra weg ist. Ja. Dann haben wir uns extra monatelang aufgespart, damit Romatra jetzt endlich im Skiurlaub ist. Dann machen wir alle Bosse in der Zeit. Alle. Also for real, wirklich alle. Ey, das ist mein Vogel. Geil, Alter. Revi hat den besten Vogel, den wir haben, genommen. Romatra, deine Mutter ist zu Besuch gekommen. Komm mal her, schnell. Deine Eltern sind hier, Romatra. Deine Eltern sind hier. Komm mal her. Ich werde darauf nicht eingehen. Nein, ich werde darauf einfach nicht eingehen. Also Max, komm mal her, die sind hier. Komm, Max, hier raus. Die Eltern sind hier. Da ist der Bruder. Was ist das? Das ist Romatras Mutter und rechts der Vater. Die Eltern sind hier. Und da kommt deine Tante. Guck mal da. Hast da kommt deine gemacht? Tante. Level 5. Da ist die Tante. Geil, Alter. Familienbesuch, Romatra, ne? Spark, bist du abflugbereit? Komm. Ich bin abflugbereit. Ich wäre auch bereit. Wir brauchen das Scope von Gitan. Der ist heute wieder Captain. Captain, wie läuft's?
Romato, du fährst ja auch in Urlaub jetzt, in Skiurlaub. Ja. Hast du auch Bock, dir sämtliche Bänder rausreißen zu lassen? Zu lassen? Also ich habe auch vor, definitiv mit einer Verletzung nach Hause zu kommen, ja. Das ist, Mega geil. Was chronisch ist oder was auch wieder irgendwann verheilt? Oder das ist so richtig, dass du noch mit 70 Beschwerden hast? Und dann denkst du, Mist, wäre ich doch damals nicht in Skiurlaub gefahren. Alter, hoffentlich verlierst du irgendwie ein Gliedmaß oder sowas, ein Bein oder so. Sowas richtig. Ich bin ein bisschen dumm, Revi. Dumm. Ruhig, Romatra, ganz ruhig. Liefert Romatra ein, stumm mal Romatra, mute Romatra. Romatra ist nicht witzig, Romatra ist auf Kokain, Romatra ist definitiv dumm. Sag, Romatra soll seine Tabletten nehmen. Romatra ist definitiv auf Kokain. Jetzt ab in die Gifthülle, ja? Das darf kein Fail werden. Letztes Mal war... Sieht echt lässig aus hier schon wieder. Alter, geil. Ich habe auch eine Waffe dabei. Ich habe auch noch einen Dino geholt, denn der... Ja. Aha. Und weg mit dem Dino. Farmax, warte bitte kurz. Nö, hier sind Insekten, die greifen mich an. Kein Bock auf Insekten. Sind alle da? Ja, geht's weiter. Ja, warte mal, ich muss jetzt mal nachladen hier. Nachladen. Wie viel Vogelmunition hast du noch? Zieht eure Gasmasken. Hat der Katze attackt? Ich weiß nicht warum. Oh, die Gasmaske ist ja scheiße. Tja, die müssen wir aber leider hier drinnen jetzt tragen. Auf geht's. Ja, ich finde die, Alter, du hast mir voll Angst gemacht, dass die echt total bescheuert ist. Aber die, ja, Alter, der Sound gefällt mir auch. Man hört das Gas richtig. Boah, es ist gruselig. Boah, die Gasmaske ist gruselig. Was ist das? Ekelhaft. Das ist ja eklig. Alter, was für ein Höhlenabenteuer schon wieder. Wie viele sind das? Schlitz, Schlitz. Alter. Was soll das überhaupt sein? Sind das Mücken, Libellen? Was soll das sein? Okay, also wir dürfen jetzt unsere Viecher dann doch rausholen, so wie es aussieht, ne? Ja, ist okay. Ich sitze auch schon längst auf meinem Wolf wieder. Oh, ich wäre vorsichtig. Da kommt jetzt was. Alter, wer ist denn da? G-Teil, Junge! Wer schießt denn mit einem Sturmgewehr auf Insekten? Bist du krank? Das machen sie immer in den Film, bevor sie sterben. User entered your channel. Was ist das denn jetzt hier? Kevin, entspann dich mal, Junge! Kevin! Alter, G-Time! Immer ein Ass im Ärmel, ne? Immer ein Megatheresium im Ärmel, der Typ. Alter, was ist hier los? Mein ganzer Bildschirm sieht ganz komisch aus. Ich seh gar nichts! Ich seh nichts! Was ist das für eine kranke Höhle? Romatra, Zähne, wenn du aus dem Wasser hier trinkst. Ich habe aus dem Wasser getrunken. Ja, was kriege ich jetzt? Ja, 10er. Guckt mal in die Tasche, wie viel Chitin da drin ist. Und dann wisst ihr, was ich gerade gekillt habe mit dem Vieh. Ja, 5000, ne? Ja. 5000 Chitin. Chitin ist krass. Richtig. Revi übertrieben nutzlos. Hilfe! Hilfe, Hilfe, was ist das denn? Ah, ja, ich Angriff! Hab euch gesagt, ihr sind. Ich möchte auch ein Monster. Ich möchte auch auf was reiten. Blut. Romatra, dein Wolf hat einen Blutegel an der Seite. Blut. Oh, warte, den müssen wir abmachen. Fern. Ich möchte keine Blut. Ich finde Blutegel ganz beschissen. Ich will keinen Fall Blutegel bekommen. Hier ist ein Container. Ja. Das ist Crap. Wieso steckt ein Pfeil mir drin vom Kompositbogen? Da muss ja, wer spielt den Kompositbogen? Da kommt was aus dem Wasser, Achtung. Tausendfüßler hat einen Griff. Da hinten ist eine rote Loot Crate. Boom, Junge, down ist das Park. 3000 Schaden. Kann jemand gleich mal den Blutegel von mir abziehen? Ich möchte das, bitte. Ich möchte das unbedingt machen. Ist denn dein Schritt? Ja. Dann macht Romatra das. Hilfe. Nicht. Und gegen Subs von G-Time und so, das wird echt krass. Trimax wird gerade von allen Hornets verfolgt und ich helfe ihm nicht. Hilfe! Ja, ich helfe dir, komm. Romatra, nein, lass ihn, er muss es lernen. Das muss ich lernen. Dass du nicht Hate Speech machen sollst. Du hast gerade wieder Hate Speech gemacht. Hate Speech. Hilfe. Was ist das? Sind das fliegende Blutegel? Negaterium ist jetzt wieder drin, ne? Ich kann gerade nichts machen mit dem, ne? Ja, gut. Wir sind ja. Jetzt, das ist der Artefaktraum. Das Artefakt ist da hinten. Wir sind auf jeden Fall schon sehr weit vorangekommen. Alter, ich komme mir nicht durch mit Kevins fetten Arsch. Ja, ich auch nicht. Bruh. Also, der Wolf ist von alleine Kevin, durchgekommen. Kevin, ne? Du hast dich selber getötet. Kevin, du hast mich dann stuck gemacht, Mann. Alter. Oh mein Gott, Revi. Ich hab nichts gemacht, Junge. Ich bin da in der Wand gebackt, weil du mich immer weiter in die Wand geschoben hast. Bin in der Wand gestorben. Ich hab nichts. Ich bin in der Wand gestorben, weil dein fetter Arsch Dino da war. Mehr Content für uns. Kevin, ich bin auch tot, Hilfe. Ja, ich quitte Ark heute. Ich quitte Ark jetzt und hier. Das macht keinen Spaß, das Spiel. Hast du noch einen? Ich mach jetzt unsere ganze Base kaputt. C4 craften und ich mache jetzt C4 in unsere Base. Meint ihr, ich kann mit 20 C4 die ganze Base kaputt machen? Zuerst spreng ich deine Mutter, Romatra. Boah, ich bin dafür, dass wir jetzt gleich erstmal Revi einmal töten. Wir haben es geschafft, Revi. Und wir hatten nur minimale Verluste. Okay, dann haben wir die erste Höhle fertig. So. Sprengung wird eingeleitet. Ich spreng jetzt Romatras Mutter. Okay, Kevin, wenn du kommst, geht hier die Sprengung los. Okay. Kompositbogen oder meine Mom sprengen? Suchst du dir aus? Meine Mom sprengen. Du bist so scheiße. Ich hab das Handy schon in der Hand. Ich hab das Handy schon in der Hand. Wenn du zurückkommst, fliegt die Alte in die Luft. Oh Mann, Alter. Ich hab das Handy auch schon in der Hand. Ich hab eine Snap von deiner Mom bekommen. Oh, die hat keine Hände. Achtung, 3, 2, 1! What? Und noch diese alten CDs einlegen, damit du Internet hast in deinem AOL. Die Mutter ist explodiert. Was soll das denn? Romatra, deine Mutter hat's überlebt. Gib mir den Bogen zurück.
Nö. Hörst du das? Draußen habt ihr Sachen dabei. My way. So, jetzt in die allerschwerste Höhle, die es die überhaupt gibt. Schaffen wir, Jungs, schaffen wir. Okay, Spark, danke, dass du bist der einzige Held hier. Ich gebe dir gleich 100.000 Subs. Lass mich in Ruhe. Ich bin stuck. LOL, Revi! Ich hab eben wirklich ganz kurz meinen Kühlschrank aufgemacht und da kam sofort das Geräusch. Ich dachte, der Kühlschrank, wie soll er offen ist? Ich hab ihn sofort wieder zugemacht. Das war in der gleichen Sekunde. Alter, der springt wie Usain Bolt. Ist kein Springer, ist ein Läufer. Yep. Okay, jetzt hast du mal ein bisschen Fleisch in deinem Schwein drinne, ne? Oh, ich fliege! Mein Wolf fliegt! Boah, können wir so eine Art Halfpipe bauen, damit wir mit den Wölfen so Tricks machen können, Alter? Nö. So wie wenigstens an den Gegnern. Kevin, halt doch dein Maul jetzt endlich einfach mal. Hör auf zu reden, ich kann deine Stimme nicht mehr hören. Die kotzt dich an, die klingt... Revi, halt die Schnauze! Die klingt, jetzt so 20 Liter Bratensoße gesoffen. Lass mich in Ruhe. Halt die Schnauze, Revi. Steck deine Nase in deine eigenen Angelegenheiten. Halt doch einfach mal die Schnauze, Matra. Meine Fresse, Alter. Ich spiel jetzt. Ich habe momentan in meinem Büro, in meinem Besitz befinden sich 4 Computer. 4! Und ich kann mit keinem flüssig streamen. Ich muss dir mal was sagen, Revi. Ich habe mir vor 3,5 Jahren einen PC zusammengebaut für 1.300 Euro. Und der läuft seitdem die ganze Zeit und ist nicht einmal abgestürzt. Findest du das? Ja, Romatra, eine Sache möchte ich noch sagen. Es juckt mich nicht, okay? Ja, ich wollte dir das nur sagen, dass ich echt gar keine Probleme und nie hatte mit meinem PC. Und der auch nur ein 16. von deinem gekostet hat. Räum jetzt hier erstmal ein bisschen auf. Dürfen wir das Wasser betreten, Kevin, oder nicht? Heilung? Nein, das macht Schaden. Immer drüber springen. Yeet! Hat's geklappt. Damit habt ihr nicht gerechnet, dass ihr einen riesigen Brecherschwein so geil springt. Wolf bei dir, Kevin. Schwein, geil, Romatra, geil, wie wir zusammenarbeiten. Guck mal, der ist tot, bevor er da ist. Ich sag's dir, wie es ist. Also, wrong. Da kommt noch einer, da hinten steht noch einer, so ein Bot. Boah, 4000er Schaden und noch einer. Oh, Junge. Alter, wer hat ihr ein Sturmgewehr, Mann? Wir sind Neandertaler, lasst es. Vorsicht, links sind Yetis, Revi. Okay, warte, ich snipe einen in den Kopf. Lass gleichzeitig. Leute, ich will die Angriffe zurück. Was machst du? Ich kann mich nicht bewegen. Ich auch. Ich hatte hier einen Dackel angegriffen. Ja, Dackel? Ich seh's. Achtung, Yeti, warte. Ich gehe jetzt aber ein bisschen leben, G-Time, ja? Ein bisschen leben, ja? So, ich hol jetzt meinen Rex. Rex meint ihr Penis, ne? Ist Codewort. Hier sind Bären im Wasser. Das. What the f? Kämpfen. Das sind viel zu viele Wölfe. Wir müssen jetzt ganz viel Schaden machen. Ich bin stuck in der Wand. Ey, Leute, ihr müsst die Viecher vorne tanken. Ihr dürft nicht zu uns. Hilfe, ich bin die dritten. Die drücken mich rein. Ich bin jetzt im. Diese armen Tiere, die hier drin wohnen, ne? Junge, der rennt weg, der Yeti. Der Schiss. Der sieht einen T-Rex und hat Schiss. Ist doch klar, Digga. Welcher Yeti greift einen T-Rex an? Ja. Alle zu Spark, schnell. Wir müssen Spark helfen, Leute. Geht Spark helfen. Heilung ist da. Ja, ich bin tot. Was war das? Hey, das war ein Heavy Bug. Und ich kann mich irgendwas zerstören. Die Viecher springen dich auf dem Dings an. Was denn? Das Game ist jetzt. Das ist mir zu gruselig. Was war das denn? What? Wenn ist das Artefakt? Ich sehe es schon. Das ist in dem Raum da drinne. Ich bin unterwegs, Leute. Sehr gut. Da komm mal. Wir haben es gleich. Da ist dieser Affe, Kevin. Krass, Alter, dieser Affe, Junge. Heftig. Ja, komm, dann laufen wir jetzt so schnell wie möglich zurück. Ja, warte, ich krieg meinen Rex nicht in die Cryopod rein. Ja, du musst dich an seinen Fuß stellen, an seinen Fuß. Sau strong. Sehr gut, Jungs. Wir haben alle Artefakte. Romatras Mutter geht's auch noch gut, sehr schön. Muss man, also kann man nicht anders sagen. Das ist geil. Wir sind morgen wieder da zum Event. Und dann habe ich auch morgen hoffentlich einen vernünftigen Computer. Leute, tschüss.